So. Na, schauen wir mal, wie das jetzt ausschaut. Wen haben wir hier? Coole Skelette. Skelett-Scharfschützen. Argolz, Mann. Jetzt was 5. Die Scharfschützen, die tun wir mal weg. Die gefallen mir gar nicht. Ah, gut. Mal die Hälfte weg. Ja, lassen wir die mal von weitem dezimieren hier. Aber, boah, 11, ey, are you kidding me? Einfach sowas von wenig Schaden, ey, das ganz aus ist, ey. Das Block kann man hier einsetzen. Dasselbe hier. Und, oh my goodness, ey. Oh no, come on, ey. Das ist wieder... Wie ich es hasse, wenn die einfach durchlaufen. Da liegt mal wieder einen blöden... Mann, ey. Ah, cool, dass man Skelette halt auch nicht wirklich vergiften kann oder so. So ein Scheiß. Echt, ey. Ja, die werden da richtig geknüppelt gerade, ey. So. Haben halt einfach Leben, dass das ganz aus ist, ey. So, 1 bis 2, 1 bis 4. So, hier rüsten wir gleich wieder auf. Ja, chaotisches Niederstrecken, okay. Ah ja, gut. 17, ey, wir hauen schon rein, ey. Was ist hier los? Heilen. Da. Das ist natürlich jetzt übel.
Okay, also die Höllenritter sind schon cool, ey. So. Ich glaube, wir haben da eigentlich. Ich wollte gerade sagen, eine echt gute Mannschaft. So. Ja, so. Ich glaube, wir gewinnen langsam die Oberhand hier. Na, come on, ich will den hier angreifen. Nehmen wir von dieser Seite. Das ist ein bisschen clunky. Es reagiert ein bisschen zu schnell. Oder ich bin einfach dumm, genau, je nachdem. So, das war's jetzt mit dieser einen Mannschaft hier. Ja, machen wir noch eine Runde. Oder? Nee. Eigentlich den. Oh, nice. Da kommt da kein Angriff mehr. Nice. Tschüss. So. Hier haben wir ihn hier. So, der haut jetzt. Okay. Den haben wir hier. Haben wir 129? Wenn man nicht so viel Alzheimer hätte, ey. Wie viel habe ich da hier gehabt? 129 waren es, oder? Ah, probieren wir es. Wir haben mehr gehabt. Okay. So, Hand auflegen selbst. Cool. Einmal haben wir da noch frei. Eins bis zwei Wunden heilen. Okay. Unsere Fußsoldaten 139 haben wir gehabt. Okay. Rechtzeitig aufgestanden, dass wir. Denen, ach, das ist einfach, es geht nichts weiter. Eieiei, wo haben wir jetzt Verletzte? 55 Verletzte. Wo kommen die? Oh, das waren die Bogenschützen. Bitte. Ah, mal schauen. 8, okay. Schauen wir mal, wie sie ausschaut. Tja, 77. Wie viel haben wir? 0 auf der Krankenstube. Das schaut vielleicht gut aus, dass wir da. Na, null. Mal schauen, das müsste einen totalen Moralboost geben. Wenn man da was schafft, ohne einen einzelnen Verlust. Also, ich würde mir selbst einen Bonus geben, ja. Haben wir da noch einen Bonus? Sind da nur die Geweiht? Nö. Armee und. Das sind böses Niederstrecken. Einer. Blonk. Hauen sie weg jetzt endlich, ey. Nein, noch immer nicht, ey. Da. Aber jetzt. Sieg. Heilstufe 5. Mana fehlt ein bisschen. Oder ist das jetzt das neue Mana, was wir jetzt dazu bekommen haben wieder? Oder? Ich hab doch keine Ahnung. Cool.
Leider haben wir absolut nichts dadurch gewonnen. Oh, da muss man Kurve machen jetzt, oder wie? Oh, wir haben Level Up. Level Up. Treffsicherheit, Belagerungsmeister. Ballmeister 1. Achso, Moment mal, was? Verwende Fähigkeit, die Kurite, die hat er ja nicht. Oder schwächende Falle. So, speziell. Er hat Zauberkategorie Gift. Hä? Alle Fernkämpfe in der Mühe erhalten. Oh, ja, okay, das ist. Ja. Unsere Fernkämpfer sind einfach die. So. Speichern. Es hat sich noch nicht wirklich viel getan. Was noch alles aufgekauft? Wir bekommen mal ein bisschen mehr. Das ist nicht viel, aber okay. Was ist das? Ist das jetzt die nächste Stufe hier dann, hoffe ich. Okay, abspeichern. Wir ziehen weiter durchschnittlich. Jetzt sind wir auf minus 7 mittlerweile wieder. Wie hat sich das jetzt geändert? Jedes Mal. Okay, mit minus 7 haben wir halt. Ja. Nächster Kampf. Machen wir mal mit da hier. Hey. Schauen wir mal, ob wir vor Dresden landen. Okay. Nicht diese Adi irgendwas drücken da hier. Alles klar. Hier müssen wir mal. Schule 14, Rüstungsklasse 14, er nervt, die müssen wir beseitigen. Ich hoffe, dass wir alle erwischen gleich mal. Ja, yeah. Das ist cool, so. Und hier 16 bis 24, dann haben wir hier eine bisschen entspanntere Seitenlage. Hat da jetzt nur wer geschossen? Ah, oh, da hinten, das ist aber unfair. Okay. Damn, wie viel haben wir hier? Weiß man wieder nicht. Oh, come on. Machen wir mal einen Segen. Ja, Segen schadet nicht. Die müssen wir beseitigen. Nice. Keine Überraschungen mehr. 11. Wir halten mal noch ein bisschen durch. Schwächen wir das Ganze. Und andere heilen. Oh, das ist doch gemein, ey. So. Next. Okay. Schaut nicht so schlecht aus im Moment. Okay, wir haben keine Verluste derweil mehr. Ah, das wird sich aber sicher gleich wieder ändern. Wie ich euch kenne.
Okay. Ja, und jetzt ist ein fröhliches Runterknüppeln von Ihnen. Und wenn wir auf 30 fallen hier. Was man noch probieren könnte, ist das Fallgrube, ich möchte das mal ausprobieren. Nee, geht nicht. Okay. Da mehr irgendwo? Not really. Ist überall gleich. Schade. Wäre ein nettes Gimmick gewesen, wenn man dann mit der Kavallerie. Da machen wir jetzt mal ein 7 drauf. Da, mehr Schaden. Wenn man dann irgendwie so den in den Rücken fallen könnte oder so und dann mehr Schaden machen würde oder so. Okay. Einer weniger. Okay, jetzt wird's langsam. Wirklich nur 1, 22 ist das okay. Das ist ein dicker Kleriker. So. Jetzt gibt's eine Heilung. Aha. Ah, okay, 97. 10 von 35, ey. Moral von den Fußsoldaten ist echt nicht die beste, ey. Hm. Sie wieder an, ey. So. Heilung auf sich selbst. Das ist irgendwie seltsam. Es war doch mehr gerade vorher. Ich verstehe das nicht. Das ist irgendwie. So. Wir haben hier. Fußsoldaten 10 von 35. Achso, ach Gott, ich kann das noch nicht machen. Okay, dann nichts. Wir haben zumindest keine Soldaten verloren an sich. Hm. Mit den Lebenspunkten. Weiß nicht. Einige Soldaten trafen auf eine Gruppe Reiter, deren Pferde erschöpft waren. Verzweifelt versuchten sie, einen Angriff der Dämonen zurückzuschlagen, und es war klar zu erkennen, dass sie schon eine lange Verfolgung hinter sich hatten. Die Kreuzfahrer töteten die Dämonen und befragten die Reisenden. Es waren geflüchtete Gefangene aus den dämonischen Minen außerhalb von Dresden. Sie hatten ihre Kultistenwachen getötet und deren Pferde ergriffen. Ihnen zufolge wussten die Wachen nichts von den Truppen des Kommandanten, also dürfte die Offensive Dresdens unvorbereitet treffen. Es ist natürlich gut. Nach Angaben der nach der Vertreibung der Monster entdeckten die Kreuzfahrer, was ursprünglich ihre Aufmerksamkeit erregt hatte, Gräber. Bei ihrem Kreuzzug von der verlorenen Kapelle machten deren letzten Verteidiger hier Halt, um ihre Kameraden zu begraben, deren Wunden zu schwer waren. Die Kleriker spüren den göttlichen Segen in der Erde, wo ihre treuen Krieger zurückgebettet wurden. Jegliches Einkommen erhöht Energiepunkte. Okay, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Mir irritiert, dass da Dämonenarmee, aber das gilt wahrscheinlich für hier. Ich habe ehrlich gesagt Angst, dass ich mit denen da irgendwas machen kann. Ja, das ist. Achso. Ja, für das haben wir weit zu wenig. Weil die Höllenritter, die sind schon cool. Dadurch, dass sie hohe Rüstungsklasse haben. Und wenn man da
Bunker ist, dann wird man auch nicht erschöpft, wirklich. Das ist auch okay. Tag überspringen. So. Alles klar. Was haben wir hier? Dämonen. Ui, das schauen irgendwie kacke aus. So, das war. Ach, hier geht's sogar nicht weiter, oder wie? Das Armeelager hat sich also vor verschoben. Danke für diese Info. Haben wir hier 1-4-4? Nö, not really. Berufen sicher nicht. Al-Matti, grinsender Wolf. Ist nicht schlecht. Der ist sogar ziemlich gut. Kreuzfahrt, was? Haben wir da nicht mehr, oder wie? Dritten Speer. Ah, guten Tag. Kreuzfahrer Armee Nummer 1 marschiert mal diese Richtung weiter. Während wir jetzt hier mal nachsetzen. Kriegt eine Speer. Nice. Haben wir doch jetzt ein paar. Das sind halt Speer. So. Den haben wir hier. Das wird sicher elend. Was haben wir hier? Sehen wir das schon? Machen wir Nummer 2. Machen wir Nummer 2. Haben nicht abgespeichert. Fehler. Aber jetzt gibt es mir einen Stein auf den Kopf. Drei ist wenig, drei ist sehr wenig. What the heck? Was hat der? Wieso? Wieso? Höllenritter versammeln bei Bowser. Was? Achso. Wieso habe ich gerade Schaden gekriegt? Sind Höllenritter gegen Dämonen schlecht, oder? Was tust du? Egal. Let's try it. Einer weg zumindest. Oh man. Okay, das ist so. So macht ihr das. Alles klar. Seien sie 133, was kackt ihr euch denn so an, ey? Volle Verteidigung, so. Wir retten mal die anderen. Da seid ihr auch jetzt endlich am Start wieder. Höllenritter, yes, that's the way. Knüppelt sie weg, ey. So.
Ja, wir müssen da ein bisschen aufpassen. Das holt das Mana. Muss der Mana-Sparender unterwegs sein jetzt, Elon. Faire Luste. Wir machen auf andere. Ne, da warten wir noch. Schauen wir da mal nach. Kloppen da noch ein bisschen. Gegner weg. Hat ausgemacht. So. Brav. Nice. Zwei. Ja, gut. Krankenstube. Gut, das war schon der nächste Kampf wieder. Die vor den überladenen Karren gespannten Tritts und nicht fliehen, und ihre Meister wählten den Tod. Anstatt ihre Fracht kampflos aufzugeben, die Karren waren mit Schätzen beladen, die sie im Chaos der Schlacht um Cannabis erbeutet hatten. 2000! Okay, nice. Ui. Dämonenarmee, Schlupfwinkel. Speichern hier. Okay, das ist das Mana, was der hat. Nehmen wir mal stark an. Jetzt marschieren hier. Wenn wir den, ob man das auch, das sind so viel, das sind Kultisten. Materialpunkte mal 5. Also, okay, also. Es bringt schon was, wenn man das macht. So kriegen wir eigentlich nur keinen Materialpunkt. Wie schaut es eigentlich aus, aktueller Rufkreuzzug, durchschnittlich? Von der Euphorie von am Anfang immer halbwegs weg. Lustig, es ist, ich finde alleine interessant, dass der Balken mehr ins Minus geht, bei weitem als wie ins Plus. So. Können wir hier irgendwen rekrutieren? Ja. Das wird immer teurer hier. So. Ein Höllenritter, die können noch marschieren und können ja auch noch 40. Also springen. Also, wie? Oh, schon wieder aus. Schade. Nächster Tag noch. Die bekommt dann ein bisschen Mana dazu. Wahrscheinlich bekommt sie mehr. Gut, der hat einfach eine Tonne, aber wir wollen jetzt den nicht verlieren, eigentlich. Okay, so. 20. 5. Wir werden stärker. So, mal abspeichern hier. Die armen 15. Sowas müssen jetzt mit den ganzen anderen erholten mitmarschieren.
So. Auf los. Jetzt los. So. Ja, obligate Kieselstein. Kultisten. Kultisten werden jetzt weggebombt. Ah. So. Was können die? Heuschreckenschwarm. Immunität, Gift, Dinko. So. Sterben mal beim ersten Angriff. Okay. I knew it, sir. Zu Bogenschützen. Wie viel? 410 machen wir jetzt? Jetzt segnen wir mal hier alle. Und jetzt machen wir, naja, ein bisschen mehr. Die, ja, macht da mehr Schaden, ha? 15. Okay, wir sind. Okay. Jetzt müssen wir sie sehen. Ah, komm den einen. Die. Wow, was war das? Höllenschreckenschwarm. Hab's doch gewusst, ey. Dass die Elend sind. So. Genommen. Wir waren doch mal mehr. Blödsinn. Bin echt verwirrt. Da. Gut. Also mal da die Krankenstation auch ausnutzen, wenn man schon hat. Aber sie ist immerhin schon relativ groß. In den Anfang. Achso, das war die. So. Deskar Sklaven kämpften unermüdlich und furchtlos wie Insekten, die eine Flamme umschwärmen, ohne zu wissen, was sie tun. Als die letzten Dämonen in der Schlacht gefallen waren, konnten die Kreuzfahrer endlich in Besitz nehmen, worum sie immer gekämpft hatten. Viele Jahre lang hatte diese alte Salzmine die örtlichen Alchemisten mit wertvollen Zutaten versorgt und nun würden sie es wieder tun. Jegliches Einkommen erhöht, 5 Materialpunkte. Zug Moral, es wird besser. Nice, jetzt haben wir da das Materialpunkte. Cool. Nicht schlecht. So.
Da geht's weiter gegen. Uiuiuiui. Let's try it. Diese ins 123. Oh Mann. Den müssen wir sicher mal Pause machen. So, die Bogenschützen müssen. Ah, fuck. Wir müssen die ausschalten. 107, scheiße, das habe ich jetzt gesehen. Okay, Babus. Komm, mach was. Ah, damn. Müssen die beziehen vorher schon. Es hilft nichts. Ah, das Stein jetzt ist erst. Damn. Durchhalten, Kleriker Lanes. Blöden Kultisten weg. So. Da. Reduzieren. Nuppelt ihr Idee weg, bitte. Boah, haltet durch, ne? Sitzen, so. Ups. Ein bisschen Entschärfung hier. Sieh, was macht der? Männliche Anführer vergrößern. Was kann der? Angriffsschulung. Stufe 4. Und ich wieder betäubt. Ach, damn, ey. Uff.
Ja! Einfach Fokus, Fokus Damage. Alles, was geht. Verlust gerade schon, ey. Ja, das war jetzt eine sehr blöde Idee. Ach Gott, wie viel tanken die denn weg? Oh, scheiße, ey. Okay, das war richtig dumm. Ah, dieser im echt Heuschreckenschwarm. Das ist dumm, ey. Macht's mir einfach mal alle betäubt. Bitte fall endlich um. Diese blöden Kultistenkämpfe, man, echt. Ah. Regt mich auf. So. Und wieder einfach, wie man dem... Diese einfach permanent einfach nur blöd, fliegt nach, natürlich. Nee, eigentlich will ich neu laden, weil mir das so aufregt. Diese Drecksviecher, ey. Einfach. Blöde AE haben wir überall. Wo hab ich so AE? Ich hab keinen einzigen AE. Naja. Hilft nicht. Es ist ja wieder betäubt. Boah, ey. Echt immer. Es gibt Minusabzüge. Oh, darf ich jetzt endlich noch gefüllten 20 Runden mal was machen, ey? Selbst eine Hand auflegen. Oder ist das clever? Andere. Sieben. Okay. Die werden schwächer eigentlich, die Drecksviecher. Das ist doch ärgerlich. Oh, und schon wieder betäubt. Oh, das darf doch nicht wahr sein. So, ja, jetzt fliege mal nach. Du Kackding. Ja, natürlich Minimum 1 bis 2.
alles nichts. Ah, das ist eine verlustreiche Schlacht, ey. Scheiß Vier, ey. Man, die anderen. Okay, muss man sich merken. Eine Krankenstube hergestellt. 5, okay, die werden hergestellt. 17. Fußsoldaten haben eingebüßt. Der Feind, der die Kreuzfahrerarmee von hinten anzugreifen drohte, wurde besiegt. Der Kreuzfahrer konnte. Die Kreuzfahrer können nun nach Dresden marschieren, ohne einen feigen Angriff befürchten zu müssen. Tägliches Einkommen erhöht 100. Mal ist halt eine Plus und umgekehrt, aber ist okay. Ah, das. Okay, jetzt müssen meine Dinge halt da noch. So, wie sieht's hier aus? Wenig. Umschützen. Alles. Ressourcen kaufen. Machen wir aber nicht. So, Armee Nummer 3 wird an die Front geschickt. Der Kommandant wieder ein bisschen Zeit, sich zu erholen. Eigentlich könnten wir hier die Armee dann wegmachen auch. Naja. Machen wir mal die obere Kante jetzt, wo die Hauptarmee da oben steht schon. Ah, sieht man eigentlich. Oh, in der Tat. Ja, von Os, geborstenes Seelengefäß von Stevanius, dem Niederträchtigen, so, und ein Ring des Magiers. Sind wirklich viele Gegner. Es ist einfach mit schierer Masse knüppeln die uns um, ey. So. Fusionieren. Nachschub. 71 Bogenschützen. Wir hatten schon mal mehr. Wir hatten auch schon mal mehr Fußsoldaten. Oh, aber wir haben eine hohe Moral zumindest jetzt. Mal schauen, wie lange das anhält. Hier haben wir 123. Coole. Okay. Jetzt zwei Armeen hier. Müssen wir hier nur schlagen. Die da unten. Könnten wir mal mit der nach hier. Zumindest. Dass wir zumindest ein paar Speer hier haben. So. Weil mit den 51, 56 Mannen hier da unten, die aufräumen, das wird nicht ganz so spielen. So, nochmal rasten. Nummer 12. Aber das kriegen wir pro Tag eigentlich, wenn wir jetzt dann nochmal. Müssen wir sie jetzt eigentlich. Schade. Kleriker sind an sich ja nicht so schlecht dann. Mit der Armee eine kurze Verschnaufpause.
Was ich mir eher frage, ist wie. Er muss dann da rüber gehen irgendwo. Wie kommt man da rüber? Ein Tag. Come on. So. 40 Erika Armee. Schaut das aus? Materialpunkte am Tag 452. Moral ist noch höher. Die steigt. Wir haben hier schon wieder Nachschub. Okay, langsam fängt es an. Ein bisschen zu laufen. Bogenschützen schadet nie. Und hier Fußsoldaten auch nicht. Aber ja. Oder er ist vielleicht jetzt da durch die nette Pause der General mal ein bisschen Verschnaufpause, dass er Mana sammeln kann. Okay, nochmals. Interessant. Ah, nice, danke. Ja, jetzt machen die Schaden wahrscheinlich auch. In Masse. Wie schaut das aus? Okay, 36 hat er. Geldtechnisch. Nice. So. Darauf sind wir eigentlich. Nö. Nur darauf noch. Schauen wir. Ach Gott, das habe ich nicht gesehen. Wait. Ups. Muss noch speichern nochmal. So, schauen wir mal. Kampf 1. Was haben die Zombies? Übelkeit. Rüssern. Merkmale. Lähmender Angriff. Das Coole müssen weg. Was haben wir hier? Fliegend. Infektion. Die Angriffe verlieren im Ziel. Was Corona haben wir also auf Geschicklichkeit und maximale. Beides kacke. Aber die können wir vorher wegräumen. Das ist natürlich jetzt selten blöd gewesen. Wirklich eine Falle. Schauen wir, ob das was bringt. Wahrscheinlich auf die brauchen, auf die Zombies. Nice, das gefällt mir, ein doppelter Angriff. Oh, 14 gleich mal. Ich halte es ja gar nichts aus. Da, jetzt gibt es aber mein Segen.
Eine Runde Segen für alle hier. Jetzt aber einmal weg. Okay, schaut noch nicht so schlecht aus. Warte. 0. Nice. Auch noch ziemlich fit. Sehen wäre natürlich cool, aber okay, dann so. Gut. Perfekt. So, jetzt geht's los. Ja, haut sie weg, ey. Oh, noch mal. Hat noch nicht der Wien noch mal. Die Höllenritter natürlich. So. Überraschend. Gut. Anderen auflegen. Doch richtig. Okay. Haben die Panik schon jetzt? Moral minus 63. Okay. Also wenn die dann wahrscheinlich bei 100 oder sowas sind, fangen sie mal zum Weglaufen an oder so irgendwie. Sind nur mehr 3 gegen 100. Wie kann denn das sein? Und ja, prächtig. Ziemlich sparsam gewesen diesmal. Nice. Es ist cool. So, dieser alte sarkonische Friedhof wurde von einer Horde fleischfressender Ghule verwüstet. Sie haben die Leichen verstümmelt und zu wandernden Toten gemacht, die wertvollen Grabbeigaben aber nicht angerührt. Was haben wir hier? Ein Ring des Magiers. Dieser Ring gewährt seinem Träger einen Kompetenzbonus von plus auf alle magischen Gegenstände. Aha. Und einen Bonus von plus 2 auf den der Schule Illusion. Ja, annehmen haben wir es auf jeden Fall. Aber schon mal darüber. So. Verderben verwendet mir ja nicht wirklich. Wer hat denn noch keinen Ring? So, der ist ein Meister und so. Da gehen wir hier. Warum nichts? So, abspeichern. Ah, okay. Das heißt, da muss man jetzt extra da rumhatschen. Na gut.